Originalen angekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und wir haben ganz viele von denen. Schaut euch diese Männer an. Ludger, ich kann nichts dafür. Die Männer in Uniform, die schmeißen sich an mich ran. Ich nicht an sie. So, jetzt müssen Sie sich mal bitte vorstellen. Wer sind Sie? Die Hafen-Agnes. Ich bin der Rechen August. Der deutsche Hermann. Und ich bin der T-Onkel. Herr T-Onkel, was sind das für Figuren? Das müssen Sie uns bitte erklären. Das sind Personen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Braunschweig herumgelaufen sind und haben da ihre Dönikens gemacht. Also richtige Originale, ne? Das waren richtige Originale. Und jede Person hat so einen eigenen Charakter. Die einen, die war so ein bisschen schrullig, die anderen hier, so wie zum Beispiel der Tee-Onkel, das war so ein ganz ruhiger, netter. Der ist so das haben Sie sich doch ausgesucht, die Rolle. Sie wollten nicht der Schrullige sein. Ja, und so ist das zum Beispiel hier der deutsche Hermann, der ist immer durch die Straßen gegangen, hat immer Kippen aufgesammelt und hat ihnen eine kleine Dose reingetan. Ich glaube, der hat sich dann eine Zigarette gegeben. Hermann, Sie sind aber sparsam. Ja. Ja. Und Sie haben ja sogar eigene Statuen hier, ne? Das haben Sie echt... Ja. Ja, dann... Das haben vor 2 Jahren hier Künstler für uns hergerichtet. Sehr gut gelungen. Dann wünsche ich den Originalen noch Spaß und ich muss ja noch mal darauf hinweisen, die Dame sagte zu mir, entschuldigen Sie, ich als Uroma kann hier auf dem Wagen klettern, dann müssen Sie es auch schaffen. Sensationell. Schaffen wir 3-mal. Und Sie halten es ja auch wunderbar aus, ne? Dabei sein ist alles. Und umgeben von so vielen schicken Männern, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ich bin auch begeistert. Oh, ich auch, wir sind begeistert. Ja, das war so die typische Braunschweiger Mundart, ich bin begeistert. Begeistert, ne? Ja. Sagen die auch Hümmer hier oder wird sagen, ich bin begeistert? Also so